In einer renommierten deutschen Wochenzeitung stand zu lesen, die Bühnenshows von Helge Schneider wirken, als habe man Karel Gott, das Original Nabtal-Duo und Karl Dall zu einem Molotow-Klangcocktail gemischt. Er selbst bezeichnet sich als singende Herrentorte und schlechtester Entertainer der Welt. Ja, und ich soll Ihnen jetzt etwas über seinen neuesten Kinofilm Texas Doc Snyder erzählen. Ich glaube, das versuche ich gar nicht erst. Helge Schneider spricht sowieso für sich selbst. Ich applaudiere an Ihre Vernunft. Bitte gehen Sie ins Kino. Besuchen Sie mal wieder Freunde und Verwandte und gehen mit ihnen ins Kino. Dankeschön. Weil alles sehr gut gemacht ist und man meint, dabei zu sein, ist dieser Film pausenlose Action. Ja, mein Pferd und meine Stiefel. Oder ist gut. Kameraschwenks, Dialoge, Ton. Der Film strotzt vor Effekten, verliert aber nie die Darsteller aus den Augen. Der Film selber, also die äußeren Umstände sind natürlich von Karl May beeinflusst, aber der Film selber nicht, also die Handlung nicht. Und auch die Personen sind frei erfunden. Außer ich selbst. Hey, komm, nimm mich mit. Bin jetzt ganz allein auf der Welt. Ich hab jetzt niemanden mehr. Ach nee. Nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Also der Film wird vielleicht 10 Millionen Zuschauer oder 20 Millionen Zuschauer bekommen. Und dann bin ich reich. Und dann könnte ich natürlich 3 oder 4 solcher Filme machen. Das werde ich aber nicht machen. Das Geld spare ich lieber. Die Schlüsselszene wurde komplett mit echtem Geld gedreht. Ja, kennst du mich? Doc, richtig, Doc. Doc Snyder. Ich dachte... Nicht denken, schenken. So, vollpacken. Alles Geld rein, alles. Beide ein bisschen, ich habe wenig Zeit. 75 Millionen Mark hat der Film bis jetzt verschlungen. Diese ganze Kulisse hier ist natürlich nicht billig. Das ist alles Pappmaché. Um die Weite der Prärie vorzutäuschen, wurden mehrere sauerländische Gemeinden dem Erdboden gleichgemacht. Sauerland kann ich nur empfehlen. Da ist ja Berg und Tal, ne? Und das ist also sehr interessant, ne? Wenn man zum Beispiel Radfahrer ist, ist das natürlich nichts, ne? Aber zum Reiten ist das ganz prima. Da gibt es auch Wege. Ja, Reiten habe ich gelernt dann. Ich habe ja früher schon mal geritten, auf dem Pony, im Kreis. Für eine Mark. Aber es ist ja schon ein Unterschied, also so ein großes Pferd und dann... Aber wenn man eine Beziehung hat zu Tieren, dann kann man auch reiten. Aber man muss das so sehen, ein Pferd ist nicht nur zum Reiten da. Man muss auch mit ihm sprechen. Und vor allen Dingen, man muss nicht nur immer auf ihm rumreiten. Man muss auch so mal mit ihm spazieren gehen. Aber meistens wollen die doch nicht spazieren gehen. Die wollen da in ihrer Box bleiben oder auf ihrem Gelände und warten auf Futter. Die wollen nur essen. Dieser Western verzichtet auf brutale Szenen, in denen Pferde gequält und zum Schein erschossen werden. Stattdessen wartet er mit verblüffenden Dressurleistungen auf, speziell mit Tierarten, die sonst jeden Kontakt mit Menschen meiden. Weißt du was? Ich hab dich richtig lieb, Horst. Aua. Oh. Na, pass du bloß auf, du. Du beißt mich nicht nochmal. Du blöder Vogel. Nein. Bin nicht blöd. Ja, das war's. Gibt's sonst noch Fragen? Vielleicht noch mal meine Bitte an die Zuschauer noch mal wiederholen, in den Film zu gehen. Er ist gut. Ich selber war schon drin gewesen. Es ist eine angenehme Atmosphäre und es ist auch wirklich sehr kultiviert und ja, man geht gelöst ins Kino und verkrampft nach Hause. Auf Wiedersehen. Ein verrücktes Huhn, dieser Helge Schneider. Schluss für heute.